Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 Minuten Wien im Film. Es ist bereits die dritte Folge und passenderweise besuchen wir heute einen wichtigen Drehort des Filmes, Der dritte Mann. Kommen Sie mit! Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich befinde mich heute auf dem Wiener Zentralfriedhof und hier sind ein paar wichtige Szenen des Filmes Der dritte Mann entstanden. Genau dreimal sind wir im Verlauf des Filmes hier. Beim ersten Mal kommen wir mit Holly Martins, gespielt von Joseph Cotten, gerade noch rechtzeitig zur Beerdigung seines Freundes Harry Lime. Und die Frage, die wir heute beantworten wollen, ist, wo befindet sich eigentlich das Grab von Harry Lime? Und da sind wir jetzt, genau hier, befand sich das Grab von Harry Lime. Wie kann man das so genau wissen? Schließlich gibt es ja hier kein Hinweisschild oder so. Nun, so ein Hinweisschild gibt es, falsch, gab es, aber doch. Denn wie man im Film genau erkennen kann, befindet sich das Grab von Harry Lime direkt neben dem Grab der Familie Elchinger. Und der markante Grabstein der Familie Elchinger ist im Film sehr deutlich erkennbar. Nun, vor ein paar Jahren ist er noch hier gestanden. Dann wurde er umgelegt. Und jetzt ist er komplett verschwunden. Und das ist eigentlich sehr schade, denn er war für Fans des dritten Mannes immer mehr als nur ein Grabstein. Es war ein Hinweis, ein Wegweiser, hier sind wir richtig. Doch schon während der Dreharbeiten bekam der Grabstein der Familie Elchinger eine besondere Bedeutung. Warum? Manche der Szenen, die am Zentralfriedhof spielen, wurden im Studio nachgedreht. Und damit sie mit den on-location gedrehten Szenen zusammenpassen, hat man versucht, im Studio den Zentralfriedhof-Look so gut wie möglich nachzubauen. Was hat man gemacht? Man hat Grabsteinattrappen hergestellt, die den Original nachempfunden wurden. Unter anderem auch eine Attrappe des Grabsteins der Familie Elchinger. Und dieser ganze Aufwand hat die gegenteilige Wirkung. Denn wir erkennen die Studioaufnahmen schon daran, dass sich der Grabstein der Familie Elchinger in den Studioaufnahmen immer an Orten befindet, wo er eigentlich nicht sein sollte. Schauen wir uns das im Detail einmal an. Vor dem Grab von Harry Lime stehen Harrys dubiose Freunde, Baron Kurz und Dr. Winkel. Und Harrys Freundin Anna Schmidt ist auch hier. Und wir sehen deutlich den großen Grabstein der Familie Elchinger. Gleich danach folgt eine Studioaufnahme. Major Calloway steht als Beobachter deutlich entfernt von Harrys Grab. Aber hinter ihm sehen wir den nachgebauten Grabstein der Familie Elchinger. Holly Martin spricht Calloway kurz an und geht dann weiter zum Grab. In einer Außenaufnahme sehen wir Martins einige Meter zum Grab gehen. Kurz darauf sehen wir in einer weiteren Studiosequenz Anna vor dem Grab. Das bedeutet, sie hätte eigentlich auch den Grabstein der Familie Elchinger in ihrem Blick vor sich. Holly Martins taucht dann hinter ihr auf. Und noch etwas ist hinter ihr zu sehen, schon wieder der nachgebaute Studiograbstein der Familie Elchinger. Wir haben es hier also mit einem seltenen Fall eines Wandergrabsteins zu tun. Ein paar Schritte von hier entfernt befindet sich ein Grab, auf dem der Name Anna Schmidt steht. Ein Zufall? Die Frage bleibt, wo ist er hingewandert, der Grabstein der Familie Elchinger? Ich habe da so einen leisen Verdacht. Den könnten wir eigentlich jetzt gemeinsam überprüfen, wenn Sie ein bisschen Zeit haben. Machen wir einen kleinen Ausflug. So. Und jetzt sind wir im 4. Bezirk gelandet in der Pressgasse.
Und hier haben wir den endgültigen Beweis, dass Der dritte Mann der berühmteste Film ist, der je in Wien gedreht wurde. Nicht nur, weil er regelmäßig im Burgkino gezeigt wird, sondern auch, weil er sein eigenes Museum bekommen hat. Und wisst ihr was? Da gehen wir jetzt rein. Und jetzt bin ich im Dritter Mann Museum gelandet, um alle wichtigen Fragen des Filmes zu klären. Die wichtigste Frage von allen, wo ist der Grabstein der Familie Elchinger hingekommen? Und ich glaube, da gibt es jemanden, der mir helfen kann, nämlich der Gründer des Ferdman Museums. Ja, lieber Gerhard, komm zu uns. Oh, servus. Helmut, servus, grüß dich. Servus. Schön, dass ich hier bei dir sein kann. Ja, ich bin auch froh, dass ich bei mir bin. Dass du mir den Hintereingang aufgesperrt hast, dass ich da reinschleichen kann. Ohne die Gebühr zu bezahlen. Ja, was suchst du? Was geht's dich noch? Naja, wir haben ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Ja? Der Grabstein der Familie Elchinger ist verschwunden. Ist der schon weg? Der ist weg. Es ist eine leere Stelle. Schade, ich habe vergessen auch drauf. Ich habe geglaubt, dass er woanders hingewandert ist. Weil du weißt ja, das ist ja ein Wandergrabstein, bekanntlich. Wo könnte er hingewandert sein? Eine Idee. Weil da ist jetzt dieses Schild. Vielleicht hat das irgendwie damit zu tun. Friedhof? Ja, also wir könnten... Hast du festes Schuhwerk? Hast du irgendwas mit? Ja. Schuhe. Okay. Ja. Wie ist das Wetter draußen? Im Wald Schlange draußen? Es ist kalt. Okay, aber nicht Regen und nichts? Nein. Okay, dann gehen wir. Schauen wir mal nach. Ja. Hast du was zum Essen mit? Wo, wenn nicht hier, endet die heutige Sendung? Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und vielleicht sind Sie ja wieder dabei, wenn es heißt 5 Minuten Wien im Film.